So, let's go. Ist ja Yordle City, dieses Game. Any, Amumu, Vaiga. Das spawnt direkt auf der Bank ein paar mehr. Deine Ausführungen über den Pullover in die ABZ. Ach, so wegen Oberteil. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das musst du nicht normal machen. Das war damals witzig, aber das musst du jetzt nicht normal. Weil ich habe Angst, wenn du es machst, erkennt man, wie oft ich die gleichen Sachen trage, weißt du? Weil ich wechsle quasi einfach nur irgendwelche Merch-Sachen die ganze Zeit durch. Warum weiß man, dass ich in dem Busch bin? Movement. Heute habe ich die ganze Zeit mit in der gespielt mit immer besserer Reichweite. Erst Ari mit 550, dann Livia mit 600, jetzt Annie mit 625. Hop, skip, what, jump. Träne gekauft, der Bro. Ich werde ihn auf die Fresse geben. Level 6 Tibbers, einfach für Priorität in sein Gesicht droppen. Könnt ihr euch drauf gefasst machen. Are we there yet? So, dann von ein paar Minions, eine paar Millionen. So, okay. Duckel, Tobi Duckel. Botlane, Toplane hat sich gerecht, let's go. Botlane, Double Kill, let's go. Try to keep up. Scheiße. Kein Reset bekommen und auch natürlich den Vasallen nicht erhalten. Und ich habe Torn gemacht. Dauert auch ewig für den Wolf. Er ist Toplane. Sein Fist war bei der gesamten Karte, aber so Mitte ist einfach so ein bisschen chilliges Gescale. Chilliges Gescale. Playtime! Ja, da war DMA Spotlight Rom und so. Geht First Items, Swifties, nicht Swifties, Ionians. Ich bin nach der Welt für Basen, ich darf nicht noch mehr Minions müssen, wenn ich ja Jonas haben will. Alter. Tolki, Leute, what the fuck are you doing? Gutes Base-Timing. Unser Pot läuft doch raus, also wenn wir noch das finale Gold vom Pot bekommen. Brauchen wir es aber nicht. Gibt ja 40 Gold, ne? Brauchen wir aber nicht wirklich. Weniger TP-Cooldown, wir werden Botlane roamen, die Wave ist geil, wir können diese Low-Key freezen. Ja. Hoffen, dass er nach vorne steppen muss, dann können wir vielleicht mit Amumu ganken oder so. Nice, nice. Ah, ich die Wave schlecht unter Ton gezogen, aber ist okay. Have you seen my bear Tibbers?
Gleich haben wir den Bären. Okay. He didn't respect the base. Auch den Pot eingeworfen für AP, ne? Von Triple Tonic. Wir können Bot fast durchmoven. Wir haben Boots schon gekauft. Ein paar Schilde spammen. Und dann wird er vielleicht noch aushelfen mit Stun gleich. Wir schicken mal Tibbers nach hinten und senden uns selbst nach vorne. Oh, ein bisschen langsam gespielt. Noch ein Tibber, noch ein Cookie. Der Wolf! Können wir maybe dive? Guys, can we dive? Guys, can we dive? Okay, wir gehen best. Ich hab geQ-flashed, der Warwick. Und weil er geflasht ist und ich dann direkt W gecastet habe, war quasi die Q noch in der Luft, als der Stun ankam. Deswegen war der Stun auf der W drauf und deswegen war Warwick nicht gestunt. War weird. Aber ja. Auch nochmal. Deine Nobody CS Finna von den Zap mal willkommen. Danke dir. Ja, wenn eine kleine Wave mit dem müssen, ein paar Minions. Aber nach dem Solo Commit und das Bot dann noch gekillt, ist huge. Nice time! Nice time! Ende auch so ein wilder Drecks-Champion eigentlich. So stark, so simpel, so mächtig. Wurde gewarwickt. Die Platte krieg ich trotzdem, oder? Nice, Mann. Darkseid kaufen sollen gleich noch. Also ist auch gut. Wir haben so viel Prio die ganze Zeit halt, ne? Normalerweise muss man Priorität in Mitte kaufen mit Tibbers, aber wir haben es auch ohne Tibbers halt geschafft, zum Glück. Einfach mal Tibbers in die Fresse von dem Typen droppen, sobald er nach vorne rennt. Ihn dann zurück zur Base, deswegen das ist ganz normal in dem vor allem Any-Ari-Matchup. In die falsche Richtung laufen lassen, nicht hinter. Ich habe keine noch gemisst dafür, euch treu. Den Diven können wir dem nächsten Tipp, ich hätte ihn früher rauslaufen lassen müssen. Moibert. Das geht besser, das geht besser. Egal, gleich wieder Teleports. Gut, was wir machen. Denn dank Ionens Rush haben wir jetzt ja direkt wieder Recall TP und er ist wieder Lane eingesperrt. Oder diesmal werden wir wahrscheinlich nichts kriegen, wenn wir nach Mitte laufen sollten. Mal gucken. Okay, dann pushen wir Mitte hart durch. Er muss basen, wir kriegen wahrscheinlich ein paar Minions. Oh, er ist dead, okay. Oh, das ist natürlich nicht gut von ihm. Er hat kein Teleport Ready im Gegensatz zu mir. Er kriegt seinen Flash aus seinem Leben hier, okay. Flash nehme ich. Du musst also durch Bot laufen, vielleicht also nach vorne, 5 Sekunden mein Flash. Ja, ist nicht wirklich worth, aber... Sometimes in life, you gotta go for it. Ich habe seinen Flash bekommen, ich kann den wahrscheinlich töten, mit dem bisschen Power Spike, dann habe ich Mad Ignance, vielleicht ist es worth. No Flash mit, also ich kann jetzt einfach Flash Tibbers und wenn irgendwer da ist, ist halt One-Hit und dann kriegen wir safe noch viel mehr als das. Vielleicht ist es okay, einen Bounty zu geben, wenn er jetzt am Ende wahrscheinlich Zeraf jetzt fertig, ne? Boah, das war der Combo aus Maroke und der Stormbringer Ult, holy shit. That is some damage, boys.
Weißt du nicht, wie viel Damage Annie mit Turbos jetzt macht? Also mit Malignance Power Spike kann ich einfach, wenn die rauflaufen, einfach töten? Ich glaube ja eigentlich, oder? Also ich glaube schon. Wenn er in so in der Mitte der Lane steht, ich einfach Tippers. Also Flash, Tippers, komplette Combo. I think he dies. Ein kleiner Pokey vorher wäre ganz nice. Malignant's useless. Ein HP leider. Ja, der kämpft bei Strike-Up. Mit Verstrike ich ihn einfach gewonnen hätte tatsächlich. Interesting. Wollen wir einen Damage-Test machen. Verstrike hat's gereicht. Und er hat First Strike und das killt mich. Ich kann das alles nicht mehr, Chat. Und mein Part ist auch noch weg. Ich kann das alles nicht mehr. Ja, aber Platanin, dass das so funktioniert, verrückt. Ich sollte nicht so spielen. Wie ich das Game gewinne, habt ihr davor gesehen. Ich mache heute Prio Mitte und Roam die ganze Zeit. Ich muss hier nicht diven. Ich muss dafür nicht spielen. Und ich mach's und ich verliere. Also ist einfach schlecht von mir, of course. Was geht man jetzt danach? Horizon? Oder was ist der Play? Nee, Leandris. Nice! Ich bin ganz gerne der Typ, wenn er kein Flash hat, ist eigentlich keiner wichtig für mein Mental. Ich brauche nur irgendjemand, der in der Mitte kommt. I guess I just die. Nice. Das war mein Flashplay da. Das ist immer noch richtig gut für Valga. Aber meine Güte. Hast du einen Flay? Ich bin tötet. It's fine, it's my bet. Let's just win. Und dann gehe ich für heute offline. Ist kein Tag mehr, an dem ich weiterspielen sollte jetzt. Ist my bet. Also noch das Game auf jeden Fall noch mit nach Hause bringen. Einfach Portland die ganze Zeit halt Roam-Talk gehen, ne? Please, Amumu, please. Nee, du nimmst jetzt noch den Kill, mein Freund. Nice. Ich werde jetzt einfach 2 Level unter dem Typen. Ist das insane, ey. Holy shit. Hält den Turm ein Tabas und stirbt dabei. Es ist okay. Ach, der scheiß Bär, Wolf. Okay, not bad, der Wolf ist tot. Ich hab gerne den Kill gehabt, aber ist mir egal, solange er drauf geht. Solange er drauf geht, ist alles okay. Nice.
Das ist nicht so nice. Wenn jetzt 1000 Gold an Jinx, an Weiger gehen von Jinx, dann wäre da ziemlich gut bezahlt, aber in die falsche Richtung. Renn um dein Leben, Jinxie. It's great, it's not bad, it's not bad, it's not bad, it's not bad. Ich gehe Toplane ganken. Ich hätte eigentlich, also eigentlich soll Jinx nicht Mitte sein, weil ich werde auch nicht top, ich werde nicht Botlane rennen. Ich kann den Typ nicht killen. Merc Driftmaker. Wenn er mich von meinem Lieblingsbären trennt, bin ich useless, aber ich habe Flash TP, ich habe Flash Tippers, also ich bin mächtig. Für alle anderen Fights. Schade, good try, good try. Ja, das ist recht. Jetzt soll ich Cyberf-Catching gehen, die zumindest. Ich bin mein Bär. Oh, die Combo ist ja gefährlich. Gewinnen wir das doch? Ich denke ja. Ich denke, es ist stark genug, dass wir das gewinnen sollten. Yep. God bless, God bless. Denn ich bin gerade nicht der Carry dieses Games. Ich hatte ein tolles Early Game und habe alles weggeworfen, weil ich schlecht bin. Collapse cool, mal hier kurz auf Mitte. Der Bär, 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 der Wolf. Der Bär jagt den Wolf. Zwei Bären jagen ihn. Beautiful. Beautiful. Wir brauchen noch besseres Tippers-Management. Ich habe ihn gerade nach hinten gesendet, damit er dann nach vorne kommt. Das habe ich auch geschafft dieses Mal. Davor war er schlechter von mir. Ah, die sind da. Ich habe kein Mana mehr. Ich habe Honeyfood über mir. Tippers läuft aus. Oh, und Weigerst dir das? Ich kann das also nicht mehr. 2-1, 2-1, 2-1. Kein Mana mehr für irgendwas. Oh, und diese Honeyflut wäre so gut gewesen im Fight, Mann. God bless das Honeyflut. God bless, God bless. Alrighty, 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 alrighty. Ja, sehr, sehr mächtig wieder. Flash Tibbers wird richtig rein carryen und ich habe halt gleich auch die. Ich gehe einfach Majors. Jetzt Sonjas und ja, danach Deathcap. Sind gut dabei. Ist auch Gucci, ist auch Gucci. Warum hat der Tiamat Bramble West? Er ist ein wilder Ho, ein wilder Wolf. Kann ich doch nicht erklären, warum. Bisschen weirder Itembild, aber na gut. Kurz warten kriegen wir alle Blue Buff, ne? Na gut, wenn es nicht sofort macht. 10 Sekunden. Warte auf Blue Buff. Mal gucken, ob er das weiß. Ob er verstanden hat, was ich mit den Pinks meine. Oder ob er den einfach macht. Er macht den einfach 4 Sekunden, bevor wir ihn alle kriegen würden. Because he doesn't know. Aber er hat jetzt einziger Blue Buff bekommen, der Mumu. Naja. Ist ja auch egal. Nice, der Combo von den beiden. Die spielen das echt super. Ah.
Okay. Du sagst da. Ich dachte, es ist komplett free. Wir machen Tipp aus an den Turm, kriegen Reset-Kill auf für Jinx auf den Turm und töten einfach alle. Aber mein Team wollte nach hinten rennen und ich Turm hinten und dann bin ich schon bei der Inter. Das ist mein Bett. Wollte mit dem anderen spielen als ich. Also bin ich derjenige, der trollt. Wollen wir noch reinlaufen oder wird jetzt einfach Toplane stehen? Hallo? Bulli? Nein? Dann geht lieber Basen. Okay. Slapsy! Mein Bär! Oh, bis am Ende nicht, dass die alle rauskommen. Schlimm genug. Mein Bärchen, hol ihn dir. Oh, ich steche so spät, ich bin boosted! Zum Beispiel genommen von Tibbers Ehe. Holy Macaronis. Auch defensive Flash sind so oder so, könnte ich einfach sterben sollen. Aber ich bin schlecht. Na, ach schon, mit dieser Musik würde ich ja auch tilten. I mean, ich bin nicht tilt, ich bin bloß ausgelaugt. Ich bin am Ende meiner Energie. Ich habe heute noch nichts gegessen, bis auf ein Magerquark-Frühstück und ich streame seit 9 Stunden, 8,5. Bei dieser Musik, ich bin am Ende der Kräfte. Es ist bad von mir, es ist bad von mir, es ist my bad, es ist my bad, es ist my bad. Zeit, was zu essen. Nach dem Game wird was gegessen, Chat. Mahlzeit. Ah, hoffentlich Mahlzeit dann. I need some food. Fang schon wieder zu zittern an. Renntrash. Ah, ist trotzdem tot, nächstes Tumble. Vielleicht können wir Amumu retten. Unseren Yordle-Bruder. Oh, der ist dann. Ich hab gleich noch ein Schild für ihn. Oh, nicht reingehen. Lol, doch reingehen. He knows his limits. This guy. He might be him. Ja, aber auf die Alte, der noch keinen Bullibär holt, oder? Oh, ich war auch tot. Oh mein Gott, ich bin so am Runterrennen. Die hatten ja Nash bekommen. Die haben Nash Reset-Timer gehabt. Natürlich können die gar sein. Ich dachte, wenn zu zweit, ich bin so aus dem Game rausgezoomt. Ach, du heiliger Fistfight. My bad. Haben wir von DP Engel, I guess. War schon vorher tot. Might still be good. Mach Meter, Tibbers, mach Meter! Überlebt, ist das respektlos. Zwein ist fein. Tomiki könnten wir insane. Tomiki könnten wir das schon sehr, sehr gut für uns. Nabens Tolkien. Nabens, mein Dude. Ja, ganz gut. War bisher ein lustiger Tag heute, aber ich bin jetzt ein bisschen ausgelaugt. Ist fein. Holen uns auch schnell den Win hier. Hat mein Team auf jeden Fall verdient. Und danach ist es wahrscheinlich Higher Engel, nicht Higher Engel, aber S-Engel. Und dann ist es
noch irgendwas gucken, Engel, und dann schlafen, Engel. Das werden die Winkel, die heute ausgespielt werden. Mhm. Mir geht's aber sonst ganz gut. Kann man nicht beklagen. Aber es ist Challenge heute gestartet. Ganz gut durchgekommen bin den Tag bisher. Aber ich spiele jetzt unsauberer und bin nicht so froh. Ich habe 100 CS zu wenig und also was. Ich bin nicht genug geroamt dieses Game und so weiter und so fort. Which is okay. It happens. Und jetzt gehen wir Richtung Deathcap. Und dann gehen wir. Eigentlich brauchen wir noch einen Teamfight. Eine Flash Ult von mir, damit Jinx Pentakill macht. Und einfach next. Hat ewig für den Blue Buff. Wahrscheinlich soll den gar nicht machen, das dauert aber zu lange. Kein Bock, defensiv zu flashen. Stell einfach da, Tippers und Hitte. Ich wurde gewarbig ultet. Ich bin genegert, ich bin defensiv geflasht, mach nichts. Wahrscheinlich war es so wichtig zu flashen, sonst wären wir actually vielleicht das Game verloren. Lol. Banger, banger, banger. Keine Ahnung, wie Jinx gestorben ist, aber es ist noch gut. Wurde sie vielleicht Mordekaiser ultet? Kauft doch einfach QSS, hä? Hey, deine Rudi, FNAF-Lens, hat mal willkommen. Danke dir. Langsam kriegen wir wieder hier Stacks of Mary Joyce. Kein Flash mehr für den nächsten Fight, was richtig sagt. Komm, lass mir die Last jetzt hier, ich brauch kein Gold. Ich brauch Stacks. Wo die macht Blue Buff für uns, oder? Er ist halt nicht wirklich gegroupt die meiste Zeit. Was okay ist, wenn er Split pushen würde. Was er aktuell auch nicht tut. Oh, das ist so big. Ganz schnell Tippers hochgesteckt, um ihn nach Möglichkeit zu stunnen. Nice, Mann. Jetzt kann Jinx einfach hitten. Wir werden wirklich Bot TP und aber rennen. Och, warum flashen wir da rein, statt Nash zu machen, Jungs? Ich habe da nicht Reichweite für Schild auf sie. Ich habe einfach zwei Bären an meiner Seite. Die Bärenbrüder. Wenn Jinx muss nicht reinflashen, dann wäre ich wirklich naschen können. Ich glaube, jetzt ist es nicht mehr möglich, oder? Mein Bär hält nicht so lange. Mein Damage ist überschaubar. Obwohl, der wäre guten Damage, fairerweise. Ich habe gleich wieder Tippers ready, so ist nicht. 20 Sekunden auf dem Spaß. Machbar ist es, machbar. Es ist machbar, es ist machbar. Nice, Team! Na gut, wenn sie schon Hook hitten, dann dürfen wir. Nice! Nice, nice, nice! Hat er meinen Tippers gekillt? Schaffe ich das rechtzeitig? 150 Gold schaffe ich niemals vor Drake. War ich einfach basen. Why am I trolling? I need to carry the next fight with the flash. Tippers in Brasilien. Oh stimmt, Tippers in Brasilien. Oh nö, Team. Ich werde einfach vor den Drake sterben, dann kann ich ihnen auch nicht helfen.
Ja, also zwei Gefäß steckt. Warum ich rein die Bios useless? I mean, exactly, that's exactly my point. That is exactly my point, mein Freund. Amumu, geh rein, tu es. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Jetzt still gut, jetzt still gut. Jetzt ein guter Fight, guter Fight, guter Fight. Gut gemacht, gut gemacht. Geiler Mumu Flank. Wipe hat an den Bro. Rein mit dir, Tibbers. Mach Meter, mein Freund. Wir haben noch Flash für dich. Sind auf 20 Meter Stacks. Geil, er hat sich selbst für Strike zugefügt, weil er mit Tibbers ergriffen hat. Wie Tibbers, wie OP Tibbers ist einfach, der hat die Solo gekriegt. Die Jinx kommt gleich raus, die Frage ist, ob sie tot ist, wenn sie rauskommt. Sie lebt. Ich hab Nash Resets. I think wir könnten weitermachen eigentlich, aber okay. Wenn die nicht wollen. Ist auch okay, better safe than sorry, in so einem Game wie dem hier. Ist fein, ist fein. Das ist Full Build. Sind sehr, sehr mächtig. Bisschen wieder gefokust von mir, aber trotzdem schlechtes Game. Ist aber alles nicht schlimm. Am Ende zählt der Victory Screen. Denn hier ist ja nicht Focus on Proof, hier ist ja Focus on Challenge fertig machen. Die Musik ist heute so sexy. Ich mag es natürlich auch ab und zu, aber ich muss sagen, für 9 Stunden mittlerweile ist es okay. Mittlerweile ist es genug. Rein tippen zu Amumu oder hat er das? Nee, mein Tibbers ist so OP und ich habe ihn da bodyblocken lassen, schön, die auch die Nordos Ult gesonnen hast. Ja, wir können end hier. Nice. Good stuff. Wieder ein paar Stacks, ich muss mindestens sitzen für Mana. Habe ich keinen Mana mehr. Nice. Einfach ein solides Game gespielt für letztes Mal Teamfights und so, aber ja. It is time to food. It is time. Tibbersko, fight den Wolf. Bin ich für Mana, ich muss den Tibbers arbeiten lassen. Warte, was macht doch einen Damage da hinten? Look at Tibbers on Thresh. That's all I have. Tibbers on Thresh. Ich hab seine beiden Spells gesetzt auf der Ende des Games. Nice. Oh, geil, so überlebt hab. Letzter Frame. Das war keiner cool, das Ende. Das hat mir gefallen. Das Ende war sehr hype. Oh Mann, was ein lustiges Game. Obwohl ich teilweise echt schlecht war. Man hat gesehen, meine Energie war am Ende. Und das ist okay. Chat, es war mir eine Ehre, für euch gestreamt zu haben. Aber Set Chat ist fun. As fuck. Einige sehr lustige Games heute gespielt. Einige auch sehr lost Games. Ich weiß noch hier, vor allem das Game. War ein schmerzhaftes. Weil wir haben die 20 Meter Stacks verloren. Mit der Ari. Dann mussten wir hier ohne Tastatur das Ash-Game spielen. Nur mit der Maus. Das Game war noch winnable, am Ende hat es an mir gehapert. Das Game hätten wir noch gewinnen können. Aber ja, die Bestrafung war